Ich habe einfach keine Lust mehr. Das Problem ist, ich liebe es, Videos zu produzieren. Ne? Ich liebe es, für euch Videos zu machen. Aber es macht einfach keinen Sinn, dieses Spiel zu spielen. Der Rap nicht mal mit der Decke in der Hand, die Battle, die kann uns zerfetzen, mal mit dem Ghetto bekam, mit dem heftigen Vater der Reine, Fangs verstecken sie dann, du bist jammerlich, mal ich verbrenne dich, mach für die Penner, gibt's kam in die Fresse, du Junkie, verstecke das Plankton, Weed, Sponge, Boss. Sei, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal, und zwar am Tag des JBB-Finals, King-Finals oder so, ja, deswegen hier eine kleine Sponge-Boss-Parodie. Und ja, nochmal frohe Weihnachten, es ist jetzt heute der zweite Feiertag, der 26. Dezember und es ist außerdem Boxing Day. In der Premier League ist gerade Halbzeit zwischen West Ham und Chelsea, Chelsea führt 1-0. Ja, Spoiler an all die, die es nicht geguckt haben und es in der Zusammenfassung gucken wollten oder so. Ja, John Terry mit dem Kopfball nach einer Ecke. Und wir wollen heute ein 7-Minute-Squad bauen. Ich weiß, gestern kam kein Video, haben wir mal freigenommen. Beziehungsweise gestern kam sogar ein Video, Bonus-Video. Das wird auch heute wieder kommen. Ansonsten lade ich heute, glaube ich, das hier hoch. Und ansonsten meine ich nichts, außer halt das Bonus-Video nochmal. Aber sonst, nee, ist einfach Weihnachten. Ich muss momentan noch ein bisschen ausspannen. Und ich habe gerade halt einfach Halbzeit. Deswegen nehme ich jetzt die 7-Minute-Squads auf. Und zwischen dem ersten und den nächsten Spielen nehme ich dann halt das Spiel auf. Und so wird das Ganze ablaufen. Es wird auch heute kein Pack-Opening kommen. Ich weiß, momentan ist hier, weil Boxing Day ist. Guck mal, ja, das wäre natürlich Premium, wenn wir das jetzt machen würden, ne? Es gibt hier halt Special-Sets momentan, ne? Also 25k-Sets gibt es noch 10 Stunden lang. Momentan ist halt die Runde mit den, hier, Bronze-Premium-Goldspieler. Hier, machen wir mal ein Pack, können wir ruhig mal machen. Das ist halt momentan da. 50k-Sets gab es schon und so weiter und so fort. Das Ding ist, die ganzen Spieler sind schon im Preis extrem runtergegangen. Ich liebe diese Sets eigentlich. Das ist nämlich übelst nice, weil wenn man hier einen vernünftigen Spieler zieht, das sind 1800 Coins und die sind halt, ich meine, der ist jetzt nichts wert, ne? Ich gucke jetzt nur spaßhalber nach. Ach, guck mal, ein bisschen was ist er wert. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen was raus, aber ist ja auch vollkommen egal, weil ist ja nur ein Bronze-Set und kostet ja dementsprechend auch nichts. Aber ja, es kommen halt andauernd Packs raus und deswegen sind die Preise halt extrem runter, vor allem vom Team of the Week, dem jetzt hier, der David Silva Inform, jetzt kostet gerade mal 200k oder so, 250 um den Dreh, der Second Inform, das mit einem 89er Rating ist krass, der Inform Vidal hat gestern 150.000 Coins gekostet in der Nacht, kann man auch mal kurz nachgucken, ja, ein bisschen hochgegangen jetzt, aber hier, da bieten sie auch 150.000 drauf. Dann der Inform Mandanda ging letzte Nacht für Discard-Preis. Ja, ich weiß, ich verschwende jetzt Zeit, aber ja, kann halt heute mal ein bisschen länger werden. Hier 24k, gestern wie gesagt Discard. Ja, okay, 15k, 11k, also das ist nix. Diego Lopez ging gestern für 30, Naldo für 20 der Second Inform. Also das ist einfach mega nice momentan. Sogar der Inform Bernard kostet nicht allzu viel. Preise sind mittlerweile wieder ein bisschen hochgegangen, minimales bisschen aber auch nur. Wen gab es noch? Hamuma, aber der ist nicht so interessant. Lacazette hat gestern auch nur 80k gekostet, vielleicht jetzt mittlerweile 100k. Ne, nicht mal mehr, 76 hier. Also wirklich extrem billig, dieses Team of the Week bisher. Das ist relativ nice, weil die Spieler auch sehr geil sind teilweise. Vidal beispielsweise halt oder der Lacazette. Griezmann gibt es auch noch den, oder Griezmann, den Second Inform wieder als Stürmer. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Und wir hauen heute wieder mal einen Spieler raus über 30k. Schauen wir nach, wer es werden wird. Ach, guck mal, wir haben hier den Inform Lacazette. Och, warte, ich merke mir das kurz. Ist es... Okay, das ist Torres. Jetzt ZTM, Perisic... Pedro, der Inform, Piszczek, Rooney. Machen wir es auf der Seite halt so. Campbell, Inform Benatia, Schweinsteiger, Kagawa, Cazorla. Ja, Alter, wie der Controller ausrastet. Machen wir Griezmann. Machen wir ein bisschen... Ich habe eine Idee. Ach nee, es gibt ja keine 50k-Packs mehr. Ah, scheiße. Ja gut, dann machen wir es doch so. Das ist wie andere Spieler da, ne? Ja, scheiße. Suchen wir mal den Santi Cazorla in Form. Machen wir mal den Santi. Wird schon passen. Ich kann einfach als ZOM suchen, fällt mir gerade auf. Die normale Karte ist ja leider linker Mittelfeldspieler. Hatte ich in meinem 35k-Promo-Set drin. So, 130k. Der Second Inform hat mir in FIFA 13 so mega nice gefallen, deswegen hoffe ich, dass auch der mir jetzt gefallen wird hier. In der Zeit kann ich schon mal ein bisschen den Timer stellen. Zumindest minimal, ansatzweise. So, 112. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, würde mich interessieren. Haut das ruhig mal rein, wenn ihr das reinhauen wollt. Wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen, wenn wir wieder so... 500, 600, 700 schaffen.
Ist ja Weihnachten, kann man ja nicht zu viel erwarten. Die meisten verbringen ja hoffentlich die Zeit mit ihrer Familie. Und, ja. PS1 und Microsoft Guthaben, Kinguin, wisst ihr auch Bescheid. Headset Sennheiser. Und dann passt das. So, 125k für den Inform Santika Sola mit 5-Star Skills. 5-Star Week for the 4-Star Skills. Hunter Chemistry Styler, der hier. Jetzt müssen wir noch Formation suchen und einen zweiten Spieler natürlich noch. Irgendwas mit meinem Controller gerade los, der spackt ein bisschen rum. Aber gut. Ja, Gold hätte ich einstellen sollen vielleicht. So, nehmen wir Andrea Pirlo. Pirlo habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr. Und da haben wir zwei Freistoßschützen, die mega nice sind. Ist eigentlich Verschwendung dann, aber Pirlo ist nochmal ein bisschen krasser als Santi. Santi ist für mich eher der Standardschütze normal und Pirlo der Freistoßschütze. Auch wenn das eventuell keinen Sinn jetzt ergeben mag, aber für mich schon. So, nehmen wir mit. Und das heißt, wir brauchen jetzt eine Formation, die ansatzweise dafür passt. Das ist die Frage, welche dafür passt. 4-3-2-1 wäre möglich. Ich glaube 4-4-1-1 ist am besten. Machen wir Santi Cazorla als zentral, hier als Mittelstürmer. Und ja, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Gut. Zack. Oh, ich liebe es, wenn sich der Timer zurückstellt und dann noch eine andere Zeit, als es vorher noch war. Das ist so geil. So, 3-2-1 und go. Zack, okay, alles klar. Schauen wir mal nach. Ach, so ein bisschen das Santi Cazorla verlinken. Spanischer Stürmer haben wir natürlich Diego Costa. Bei Arsenal haben wir. Ja, Welps und Giroud. Ich glaube, ich nehme Giroud. Was so die beste Idee ist, weiß ich nicht, aber ich will den auch mal ausprobieren eigentlich. Und das, dann kann ich gut weiter verlinken. Ich glaube, das mache ich mal. Können natürlich auch Yaya Sanogo nehmen, aber. Schuss und Physik sind mir dann noch ein bisschen wichtiger. Auch wenn er leider zwei Sterne Skills hat. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. So, dann gehen wir nämlich auf die rechte Seite und stellen da Mbaye Niang hin. Mbaye Niang. So. Zack. Beobachtungsliste. So, als zentralen Mittelfeldspieler packen wir dann da Borja Valero hin, weil Chemie und so. Valero. Zack. So, und dann nehmen wir als Innenverteidiger, brauchen wir jetzt ja einen Italiener, beziehungsweise einen Franzosen von Juve. Und weil es keinen Franzosen von Juve gibt, müssen wir einen Italiener von Juve nehmen, beziehungsweise einen Italiener. Aber wir gehen zu Juve und holen uns von Juve einfach einen Innenverteidiger. Basali gäbe es noch. Hier, Caceres, natürlich, Caceres. Ich glaube, den nehmen wir auch. Dann können wir nämlich gut in eine andere Liga verlinken. Sehr schön. Dann nehmen wir als Rechtsverteidiger. Können wir jeden hinstellen. Ist von daher vollkommen egal. Nehmen wir mal Micah Richards. So, ja, okay. Micah Richards. Gut. Dann nehmen wir als anderen Innenverteidiger Godin oder Jimenez. Da bin ich mir noch nicht sicher. Wie viel kostet denn der Inform Jimenez? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Spielt ja auch bei, bei Atletico. Natürlich könnte man auch Kagelmacher nehmen. Das ging ja natürlich auch, aber wer macht das schon? So, gehen wir in die BVA. Und gucken mal nach. So, noch Silber. Aber bestimmt bald ein Preis. 45... Ja, aber so stark sieht er auch nicht aus. Nehmen wir lieber Godin. Hat Godin eine Info? Ja, das ist keine schlechte Frage. Ich glaube aber nicht. Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Borja Valero. Ach, kacke, den habe ich vergessen. Der bräuchte jetzt einen Stronglink. Ja. Was haben wir denn für Stronglinks da noch? Rumhampeln. Bei der Fiorentina auf links. Keiner, der mir spontan einfällt. Vargas, doch, ja, doch. Haben wir sogar einen, der mir spontan einfällt. Gibt's einen... gibt es eh nicht. Also, es ist eigentlich vollkommen idiotisch, dass ich mir da die Illusion mache, dass es einen geben würde. Aber gibt es einen peruanischen Linksverteidiger? Bei Atletico Madrid. Von mir aus auch in der BVA, wäre auch in Ordnung.
Falsche Liga. Natürlich nicht. Gibt es überhaupt einen peruanischen Linksverteidiger? Sind wir mal ganz ehrlich? Natürlich nicht. Gut, dann müssen wir eine andere Option finden. Und zwar brauchen wir dann... Gibt es einen uruguayischen Linksverteidiger in der Serie A? Bin ich mir auch relativ sicher, dass das auch nicht geben wird. Wir sind sowieso schon nur bei drei Ligen, was ein bisschen traurig ist, aber ist auch nicht so schlimm. Gibt's einen... Ich muss ja jetzt irgendwie den Kerl verlinken. Gibt's noch einen anderen Flügelspieler oder sowas bei der Fiorentina? Das war wieder linkes Mittelfeld. Ich habe aber nach linken Flügel gesucht. Liebe Freunde. Gibt's nicht. Linkes Mittelfeld Silber? Nein, nicht Gold. Wir rennen zum Glück die Zeit davon. Sehr gut, gibt es nicht. Klasse. Gibt es einen spanischen linken Mittelfeldspieler in der Liga? Riera gibt es als Linksverteidiger. Aber es gibt sogar einen spanischen linken Mittelfeldspieler. Iago Falke. Würde ich mit leben können, aber es gibt auch einen goldenen. Und zwar Balde Diao Keita, natürlich. Wie konnte ich den vergessen? So, dann nehmen wir jetzt als nächstes noch einen Linksverteidiger. Das ist wieder blöd, weil... Atletico hat bestimmt keinen spanischen Linksverteidiger. Die haben nämlich nur Ansaldi und hatten mal Insua, aber Siqueira haben sie noch. Bringt mir aber auch nicht viel. So, weil sonst hätte ich noch Muslera einbauen können, auch wenn Muslera eine Pflaume ist. Holen wir uns erst... Ach, scheiße, da gibt es ja auch nur dämliche Keeper, ne? Holen wir immer Jan Oblak. So. Weil Nation und so, Moja haben wir ja schon. Dann spanischen Linksverteidiger aus der BVA, das ist ja jetzt wieder das Problem. Da kannst du ja alle möglichen nehmen. Jordi Alba oder sonst wen. Natko oder Nacho, wie er heißt. Da ist ja alles Mögliche möglich. Ja, Linksverteidiger sollte man schon einstellen. So. Hier läuft halt wieder Jingle Bells im Hintergrund. Ja, mach ich wohl. Ich will nicht Jordi Alba nehmen, der ist scheiße. Der wird, wenn ich gegen den spiele, immer nur hochgenommen. De La Bella? Balenciaga? De La Bella. Okay, obwohl Silber. Was hat ein Casado für Arbeitsraten? Hochmittel. Was hat Nacho für Arbeitsraten? Hochmittel. Was hat Escudero für Arbeitsraten, der ehemalige Schalke? Auch Hochmittel. Lassen wir es einfach so. Wir sind ja schon fertig. Also, nehmen wir Nacho? Nee, dann ist es nicht ganz Gold. Da ist es sowieso nicht. So, wir gucken jetzt nochmal eine Sache nach. Und zwar gibt es einen anderen spanischen zentralen... Timer können wir schon mal beenden, weil wir sind ja durch. Gibt es einen anderen spanischen zentralen Mittelfeldspieler aus der Serie A? Ich glaube aber nicht. Borja Valero dürfte da der Einzige sein. Wobei, nein, gar nicht. Es gibt noch einen anderen. Ein Sechser von Lazio. Von Napoli war es, glaube ich, sogar. Callejon gibt es natürlich auch noch, aber den meine ich nicht. Obiang gibt es natürlich auch noch. Was hat denn Sampdoria? Nein. Sampdoria für linke Mittelfeldspieler. Keine. Linken Flügelspieler haben sie. Fedato, der aber nichts kann. Okay, ja, allgemein, wir brauchen einen brasilianischen linken Mittelfeldspieler, nicht von Sampdoria unbedingt. Aber wir bräuchten einen. Und da gibt's. Guck mal einer an. Da gibt's beispielsweise. Gottes Willen, der arme Mann. Da gibt's beispielsweise bei Lazio einen, Felipe Anderson. Gibt's bei Lazio. Ich bin der Meinung, es gäbe bei Lazio einen spanischen ZM. Nein. Wo gibt's denn einen spanischen ZDM? Es gibt irgendwo einen, ich bin mir sicher. Auch bei Napoli, okay. Und bei Torino gäbe es Perez. Dann könnte man Edgar Barreto nehmen und dann Siqueira. Und dann könnte man ins Tor Muslera nehmen. Aber das machen wir nicht, weil Muslera scheiße ist. So, ich baue das Team eben fertig, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück und das Team ist immer noch vervollständigt. Es sind 6 Nationen und 3 Ligen. No Links Wasted ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Ich habe gerade schon wieder überhaupt keinen Bock mehr auf FIFA, weil... Ja, gerade das Finale von diesem unfassbar tollen Turnier hier gespielt, von dem Footmas Cup, wo du Megaset gewinnen kannst, auch wenn mich das Megaset eigentlich überhaupt nicht juckt. Gegen scheiß Fünferketten, BPL Mainstream, Hurensohn Squad.
Und das hat mich so unfassbar angepisst, ne? Ich denke mal, man merkt es auch. Guck mal, seltene Verbrauchsobjekte Sets. Geil. Ich denke mal, man merkt es auch, wie angefuckt, angepisst ich davon bin. Weil, oh, das war wieder so unfassbar scheiße. Und das Ganze wurde ja nur entschieden in der Verlängerung in der 112. Minute. Durch so einen Kullerball. Wer die letzte 7-Minute-Squad-Episode geguckt hat. Nee, Quatsch, gar nicht. Die Quaresma-Skill-Episode. Da hat... Wer war denn da der Torwart? Asenjo. Der so einen ganz schwachen Schuss von Donovan so abgewehrt, noch nach vorne, anstatt festzuhalten. Genauso habe ich gerade das Gegentor kassiert in der 112. Minute. Danach natürlich hier hinten Park-the-Bus-Taktik. Und dann bist du, naja, auf gut Deutsch, weg vom Fenster. Deswegen muss ich jetzt auch noch FIFA neu starten und dann so ein Spiel und bis gleich. Ich darf gegen Weihnachtsnoob spielen. In meiner Stimmung ist das vielleicht ganz gut, aber es ist nicht ein Weihnachtsnoob, es ist einfach ein Abfucker. Wie wir es immer haben, das war ja auch klar. Mit Larsson und Ibrahimovic und Lavezzi und Sana und Kadamol und Daya und Digne und Okore und in Form von Rain und in Form Gusen. Ja, von mir aus, soll er machen. Ich bin gerade sowieso so emotional verkrüppelt und habe auf gar nichts Bock, dass mir vollkommen egal ist, wenn Ibra mich jetzt komplett zerstört, was er sowieso machen wird. Ich dachte erstens, der wäre drin. Und zweitens, warum spielt er den Ball nicht einfach auf Giroud? Ich meine, er muss ihn nur auf Giroud spielen und der macht ihn schon rein. Und Valero schießt mit links und nicht mit rechts und dann ganz knapp vorbei. Wir haben keine Lust mehr. Santi Cazorla. Achtung! Oh Mann! Wenn er so wieder losgeht, ne, Santi. Er hat bisher einen Freistoß und den hat Pirlo mit voller Überzeugung aus 30 Metern in die Mauer gehauen. Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Posten, Schuss von Larsson. Und er trifft. Was für ein Tor, liebe Fußballfreunde. Wieder ein Freistoß für nix. Und dann wieder die Inkompetenz von verkackten Scheiß-Drecks-Innenverteidigern. Und das muss ich einfach auch so sagen, weil es nicht anders ist. Wie soll man... Oh, das ist so lächerlich. Ja, geht. Oh, das ist auch wieder lächerlich, das Tor. Aber trotzdem, ich meine, es ist ein Tor. Ist mir jetzt egal, ganz ehrlich. Einfach nur darüber lachen. Ich weiß auch nicht, warum bin ich noch so blöd und spiele das Spiel dann überhaupt, wenn, ja, um Videos zu machen. Weil das macht normalerweise Spaß. Wenn es nur zu einem anderen Spiel wäre. Waren, der ja meistens Pausen-Mineralwasser ist. Ja, das wirkt zumindest so, als hätten sie schon abgeschaltet und... In diesem Spiel kann man nicht verteidigen. Was passiert? Santi Cazorla. Oh, da freut's. Achtung! Jeder normale Spieler hätte sich fallen lassen. Jeder normale Spieler wäre nach 820 Kilometern, in denen er gezupft wurde, sich fallen lassen. Aber nein, nicht mein Spieler. Und den habe ich auch schon wieder drüber gesehen. Aber von mir aus ist er drin. Ist mir scheißegal. Trotzdem geht's mir auf den Sack. Ich habe jetzt übrigens einen Young in Sturm gestellt, weil Giroud ist ja so eine Pflaume. Den kannst du ja da vorne nicht spielen. Deswegen steht er jetzt auf links. Nee, auf rechts. Das heißt, du kannst über rechts jetzt auch nicht mehr spielen. Auch von mir aus. Pass nach draußen auf den Flügel. Beweisführung abgeschlossen. Toller Pass. Ah, guck mal einer an. Das wäre die Chance, in Führung zu gehen. Ob ich sie nutzen werde, das ist die Frage. Ich spiele so viel besser, ne? Ich habe einfach keine Lust mehr. Das Problem ist, ich liebe es, Videos zu produzieren, ne? Ich liebe es, für euch Videos zu machen. Aber es macht einfach keinen Sinn, dieses Spiel zu spielen. Das
Guck mal, wie es leckt. Ich werde ihn nicht treffen. Da können wir lange diskutieren. Er hat ihn nicht reingemacht, der Torwart. Ja. Jetzt wird es brenzlig. Oh! Yay! Ein Tor! So, Freunde, das ist geschafft, Spiel ist vorbei. Ja, die Episode haben wir wieder hinter uns gebracht. So muss ich es leider mittlerweile sagen, vor allem bei diesem Spiel jetzt gerade. Es wird nachher noch ein anderes Video kommen und das wird mal so ein bisschen die Lage analysieren, beziehungsweise die Lage einordnen auch. Und ja, mal kurz noch auf die Statistiken gucken, um euch zu zeigen, ich war sehr überlegen. Gut, also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.